Ja, die Frage, wie mit einer Unternehmenskasse auch Führungskräfteversorgung betrieben werden kann, muss eigentlich zweigestalt beantwortet werden. Zum einen ist durch die fehlende Beschränkung der Umwandlungsbeträge natürlich gerade für Führungskräfte ein Instrument wie die Unternehmenskasse im höchsten Maße interessant. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Unternehmenskasse sinnvollerweise in ein Unternehmen eingeführt werden, in dem auch einige Mitarbeiter versorgt werden. Also die Versorgung nur einer einzelnen Person ist in der Regel wenig interessant, ist in der Regel wenig effektiv. Aber ein Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter zu versorgen, auf Basis der Entgeltumwandlung mit einem Arbeitgeberzuschuss drauf, der Arbeitgeberzuschuss, der natürlich abhängig ist von der Stellung. Die Führungskraft kann zum Beispiel gerne einen Zuschuss von 100% haben, der Mitarbeiter lediglich einen von 30 oder von 50%. Also alles, was arbeitsrechtlich differenzierbar ist, kann auch differenziert werden. Wenn ich so ein Versorgungswerk gestalte, kann ich natürlich auch hier eine hocheffiziente und auch monetär deutlich spürbare Führungskräfteversorgung erreichen. Die Versorgung einer einzelnen Führungskraft ist in der Regel meistens uninteressant, aber die Mitarbeiter, mit die normalen Mitarbeiter, die gewerblichen Mitarbeiter, mit der in der Regel immer innewohnenden Fluktuation helfen, wenn ich hier ein gesamtheitlich, ganzheitlich ein Versorgungswerk aufbaue, helfen im Prinzip die Führungskraft mit zu versorgen und hier für die Finanzierung mit beizutragen.